Freunde, ich bin so lieber Udo und wir sind zurück bei unserem Let's Play Thief 6. Wir gehen daher mit dem Apostel. So, mein Freund, graben wir das Artefakt aus. Finde ich gut. So, was haben wir da? Euer Archäologe Diogenes hat Hinweise auf ein Stammesdorf gefunden, das mit Gorgo Kontakt hatte. Die Entdeckung scheint seit der Antike hier begraben zu liegen. Anhand reiflicher Studien wird herausgefunden, dass das Artefakt von Gorgo ist, also von uns. Oh, ein Speer. Unsere Kontakte mit den friedlichen Ureinwohnern hat mit Speeren zu tun. So, gut. Themenbonus 2 von 3. Gut, wir hätten ja noch ein Artefakt aus der Antike, aber nicht von uns und nicht von Candy. Das heißt, wir sollten mit dir wo ganz woanders hingehen. Also nicht hierher. Entweder darauf zu den Barbaren oder wir gehen tatsächlich rüber da auf die andere Seite oder nach Arabien. Ihr richtet euer Reich wie die aufgehende Sonne, leuchtend und stark, natürlich. Wir sind einfach gut. Ah, Japan ist immerhin in der Moderne angelangt. Wir sind schon im Atomzeitalter. Das mal abgebaut, da gibt es noch was zum Abbauen für dich. Die Sanden seid ihr nicht mehr souveräne Stadtstadt Jerewan. Das gefällt mir nicht. Was bauen wir denn für Jerewan? Ein Reger für fortgeschrittene Luftfahrt. Ah ja, das habe ich in der Pause gemacht. Ich habe ein Forschungsabkommen mit dem Roosevelt geschlossen, um das Heureka für fortgeschrittenen Flug zu kriegen. Ist vielleicht einfacher als die Flugzeuge zu bauen. Ja. Wolfall, du musst noch 10 Runden warten, bis die Oper fertig ist. Fitzgerald, du hast das erste Werk letztens schon gebaut, jetzt machen wir das zweite. Sie war blendend, erleuchtet. Es war schmerzhaft, ihre Schönheit mit einem Blick zu erfassen. Schönen und verdammten. Keine Ahnung, ich habe noch nie was von Scott Fitzgerald gelesen. Auf jeden Fall in Knossos liegen jetzt zwei seiner Werke. Mehr Tourismus. So, was können wir hier machen? Technikbonus stehlen. Klingt gut. Wir werden zuerst Quellen beschaffen. Und dich schicken wir jetzt vielleicht in Richtung Bandar Brunei. Da gibt es Schiffswracks. Du bleibst einfach stehen. Kommt's nur hier. Ihr wahnwitzigen Araber. In
Irgendjemand hat einen Weltraum gebaut. Universität von Oxford. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wenn wir die auch gebaut hätten. Nein, nein, da müssten wir zu viel schönes Land aufgeben. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Städte erhalten. Früher habe ich immer gewusst, was ich brauche, damit die Städte erhalten werden. Aber in dem Spiel habe ich keine Männern Ahnung, ihre Rechte und nicht so mehr. Frauen ihre Rechte und nicht weniger. Ein Spruch von einer Suffragette. Wir können Demokratie einführen. Das ist gut. Plus 50% Produktion von Lufteinheiten der Moderne und des Atomzeitalters. Gut. Wirtschaftsunion. Hey, wir könnten die EU gründen. Plus 100% Nachbarschaftsbonus für Handelszentren und Hafenbezirke. Und wir können die Demokratie einfügen. Das werden wir wahrscheinlich auch gleich machen. Demokratie, da haben wir irre viele Sachen, die wir bauen, die wir da machen können. Patronat großer Persönlichkeiten kostet 50% weniger Gold. Achso, wir können die großen Persönlichkeiten, glaube ich, früher kaufen. 30% Bonuserträge durch Bezirksprojekte. Naja. Gut, euer Volk freut sich darauf, diese neue Regierungsform auszuprobieren. Ist ja lustig. Okay, wir können noch einen diplomatischen Dings dazu geben. Bist du irre? Nehmen wir plus ein Gold durch Gesandte oder Arsenal der Demokratie. Das bietet mir... schwer zu sagen. Das ist Produktion immerhin. Aber Verbündete, was sind Verbündete? Ist das nur der Japaner oder gilt das auch für die Stadtstaaten, in denen wir souverän sind? Gute Frage. Gute Frage. Wir könnten natürlich auch Machiavellismus nehmen. Machen wir das. Gut. Das gehen wir daher. Dann sind wir da unten wieder flexibler ein wenig. Das lassen wir nämlich auf jeden Fall noch drinnen. Bis wir das Opernhaus haben. So, Wirtschaftsunion. Handelszentrum und Hafen. Das heißt, das ist besser als das, was wir vorher hatten. Minus 8 Geld. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist es das wert? Wahrscheinlich irgendwann mal. Machen wir mal die Wirtschaftsunion. Was soll's? Das bringt einmal mehr Geld auf jeden Fall. Was für militärische Sachen gibt's? Ah, das da könnte man vielleicht nehmen.
Und sowieso Flugzeuge bauen jetzt. Obwohl, eigentlich braucht man sie nicht mehr durch das Forschungsabkommen. Wir könnten natürlich den wahnsinnigen Arabern wieder den Krieg erklären. Machen wir das. Außerdem, wir müssten da drüben noch den Ranger haben. Genau. Der Apostel macht mal nix. Der auch nicht. Auch noch nicht. 8 Runden noch. So, was machen wir da als nächstes? Kapitalismus. Dann brauchten die Börse da oben noch 2 Runden. Ja, wir können Kapitalismus starten. Das ist, glaube ich, die dritte Börse, weil in Sparta habe ich sicher schon eine. Eine habe ich gekauft. Und das ist die dritte. Fabriken sollten wir jetzt auch mal 3 haben, dann haben wir das auch. Mhm. Oh, Aleppo hat noch ein kaputtes Monument. Reparieren wir doch glatt. Können wir Aleppo auch irgendwas kaufen? Mauern zum Beispiel. Amerika ist auch in die Moderne aufgestoßen. Aufgeschlossen. Schiffe haben wir ja schon. Wieso haben wir keine Kohleminen? Sagt mir das jemand? Da hätten wir Kohle. So, Apostel, du bleibst da stehen und wartest auf das, was da kommt. Du machst Gegenspionage. Und zwar hier im Campus. Du wartest. Du auch. So, was haben wir gesagt? Wir haben doch noch einen. Oh, meine Güte, ich bin so doof. Jetzt bitte nach Ephesus dann. Ah, da ist der. Du gehst dann bitte darauf und baust die Kohle auch noch ab. Wir kaufen einfach die 3 Felder da. Und statt Stahl bauen wir jetzt was anderes. Bauteile zum Beispiel. Einen dritten Musketier brauche ich sicher nicht. Ich bin ja nicht doof. Da oben die Kohlemine, das wäre schon ganz okay. So, wer muss was gebaut haben? Athen, yay. Wieso? Was? Ah!
Nein, wir haben offensichtlich einen Dings verloren. Wir haben Valletta verloren. Das heißt, Athen hat das umsonst gebaut. Ärgerlich. Dann bauen wir mal das Zentrum. Oh mein Gott. Aber das Sendezentrum kann man wahrscheinlich auch kaufen, gell? Ja. Dann brauchst du doch was anderes noch. Zu dem kommen wir nachher schon noch. Aleppo. Aleppo, Aleppo, Aleppo. Was brauchen wir dir? Zentrum vielleicht. Industriegebiet vielleicht, hm? Da haben wir eine Salzmine. Wo war es daher? Wieso nicht? Geld haben wir jetzt keins mehr auf jeden Fall. So, Athen. Bauen noch mal was anderes. Wohnviertel. Können wir das Wohnviertel daher bauen? Das wäre cool. No. Athen ist so ziemlich die nudeligste Stadt, die wir haben. Ist ja wohl unglaublich. Hey, Broadway können wir bauen. Was für Musikwerkplätze. Plus 20% Kultur in dieser Stadt. Ein kostenloser zufälliger Ausrüstungsbonus des Atomzeitalters. Flachland neben einem Theater. Das kann ich gar nicht bauen. Warte, was? Wieso sagst du mir, dass ich das bauen kann? Ich kann es nicht bauen. Idiot. Ah, wir bauen einfach eine Fregatte und aus. Das ist eine Fernkampfeinheit. Wie gesagt, Athen ist ein bisschen eine nudelige Sache. So, was willst du? Offene Grenzen. Die kleine Nacht. Na, vergiss es. Keine kleine Nachtmusik. Du kannst mich gern haben. Mhm. Ihr seid friedliebend und weise. Wir bieten euch unsere Loyalität und ja, ja, wir würden uns freuen. Oh, warte mal, die Allianz war aus. Irgendwie habe ich das versäumt, verschlafen letzte Runde. Ojo. Hm, ja, 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 ja. Yay. Die Börse, die uns die Inspiration für Kapitalismus bringt. Finde ich gut. Finde ich gut. Und ein bisschen Dings. Und ein bisschen Bums. Du hast noch zwei Ladungen, das heißt, das kann ich auch abbauen. Wolfall nicht mehr Lager. Bist du irre? Wir könnten einen
Hangar bauen, plus 2 Produktion, plus 5% Erfahrung für die Flugzeuge. Wir könnten aber auch einfach mal anfangen, einen Sendeturm zu bauen. Du bist schnell genug für den Sendeturm. Bei dem muss man dann nicht den Glauben quälen dafür. Wir könnten da eine Arena bauen. Wieso auch nicht? Und next round. Ich fürchte, da unten wird unser Range auseinandergenommen werden. Und dann Siedler in der Stadt zu gründen. Theater. Azteken haben eine Allianz mit Japan. Okay. Das dauert alles zu lange. Au. 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 Wieder sind wir runter auf Platz 0. Yay, Klassenkampf. Wir haben 3 Fabriken. Und noch mehr Glauben. Drei Gesandte bei 200 Einflusspunkten. Hm. Wir brauchen mehr Einflusspunkte. Wir warten. So, wir haben gesagt, wir brauchen Kohle. Also, gehen wir zur Kohle. Dieser Postal macht nichts. Dieser Ranger sucht das Weite. Toronto ist mit uns verbündet, vielleicht heilen wir dort schneller als in Detroit. Ephesus, yay! Und Schiffswerft. Wohnviertel. Flugplatz. Ja, wir könnten tatsächlich noch einen zweiten Flugplatz bauen. Hinbauen? Nein, da will ich nichts hinbauen. Das ist ein zu schönes Feld. Schiffswerft als nächstes. Campus. Daneben, die uns einen Bonus liefert. So. Eine Runde noch und dann machen wir Schluss für heute. Hey, der Herr Diogenes. Holen wir das aus dem Meer, oder? Dieser Ranger, wir könnten den Ranger eigentlich auch darunter schicken. Nein, wir könnten ihn aber auch da stehen lassen und verschanzen lassen. Passt schon. Teddy Roosevelt. Und zwar. Frag gefunden, dass aus einer Seeschlacht zwischen Teddy Roosevelt und bla 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 aus der Renaissance Mist. Könnten wir den da bitte in ein anderes Museum geben? Der
Platz kann große Werke des folgenden Typs anzeigen. Artefakte. Ja, dann gib ihn da her. Wieso können wir ihn da nicht hergeben? Hallo? 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 Finde ich nicht richtig. Kann ich das da hergeben? Wieso können wir das nicht? Das ist wohl nervig. Na gut, die Herrschaften, dann hören wir auf für dieses Mal. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Tschüss.